Wenn du schon immer wissen wolltest, wie du Kopfläuse zuverlässig und richtig behandelst, dann bleib dran für eine neue Folge Frag den Apotheker. Marlina 81 hat uns gefragt, wie sie damit umgehen soll, dass ständig in der Kita Läusealarm herrscht. Ja, Läusealarm, ich habe selber zwei Kinder. Das ist tatsächlich ein sehr häufiges Thema. Aus meiner beruflichen Sicht als Apotheker hat man früher gesagt, naja, so typische Läusesaison ist immer kurz nach den Sommerferien, sagen wir mal so ein 38. bis 42. Kalenderwoche, da konnte man fast die Uhr danach stellen. Da gab es auch in den Abverkaufszahlen richtig einen kleinen Peak, wenn es um die Läusemittel geht. Heute ist es tatsächlich ein ganzjähriges Thema geworden. Tatsächlich immer noch mit einer Häufung im Sommer, aber grundlegend ist das Problem das gesamte Jahr über vorhanden. Jetzt ist es so, dass Läuse natürlich Parasiten sind. Parasiten wollen wir loswerden. Das hat vor allem damit was zu tun, dass sie potenzielle Krankheitsüberträger sind. Das ist bei den normalen Kopfläusen jetzt allerdings ein kleineres Problem oder das geringere Problem. Und zum anderen muss man hier mal ganz klar sagen, dass Läusebefall kein hygienisches Problem ist. Häufig fühlen sich Menschen oder Familien, Kinder haben Läuse, stigmatisiert. Das hat nichts mit der Hygiene zu tun. Die Kinder spielen einfach miteinander, die stecken ihre Köpfe zusammen oder teilen sich mal die Mützen, die Kopfbedeckung und schon hat man dann das Malheur. Das ist zum Glück auch kein Riesenproblem mehr. Die Zeiten des kompletten Kahlschnitts sind zum Glück vorbei. Es gibt heute gute Läusemittel. Und grundlegend müssen wir da zwei Varianten unterscheiden. Es gibt einmal die chemisch wirkenden Produkte, das sind also antiparasitäre Mittel, chemische Keule. Der Klassiker, den man auch noch von vor Jahrzehnten kennt, ist Goldgeist Forte. Und die etwas moderneren Mittel, die wirken heute im Wesentlichen physikalisch. Das heißt, die verkleben die Atemöffnungen der Läuse und so sterben dann die Läuse ab. Beziehungsweise auch die Nissen. Die Nissen haben auch Atemöffnungen, die Eier, die am Haar angeheftet werden. Und dort wirkt es dann ebenso. Goldgeist Forte ist heute zwar immer noch eins der günstigeren Produkte in der Apotheke. Man muss allerdings sagen, dass hier einfach das Nebenwirkungspotenzial, auch was Kopfhautreizung betrifft und so weiter, relativ hoch ist. Und neuere Studien, ich glaube aus Ägypten, ich bin mir jetzt da nicht ganz sicher, bitte nagelt mich nicht drauf fest, zeigen, dass zunehmend Resistenzen auftreten gegen diese Wirkstoffe. Das kann bei den physikalisch wirkenden Mitteln einfach grundlegend nicht passieren, da wie gesagt hier kein Wirkstoff vorliegt, der durch die Laus in irgendeiner Form so verstoffwechselt werden kann, dass sie nicht mehr giftig ist, sondern diese physikalischen Mittel wirken aufgrund ihrer Physik immer. So. Und tatsächlich gibt es da eine große Gruppe der sogenannten Silikonöle. Die sind extrem gut hautverträglich. Die werden einfach in die Haare eingetragen und haben dort den Vorteil, dass sie vollkommen reizfrei und nebenwirkungsfrei die Läuse abtöten. Das heißt, die Atemöffnung der Nissen wird verklebt und die Läuse werden umhüllt und können sich so auch dann nicht mehr bewegen und verkleben dann eben auch. Das heißt, die sterben ab. Dann kann man mit einem Nissenkamm, und ich empfehle hier eindeutig einen Metall-Nissenkamm, die Haare auskämmen. Das sollte man wirklich gründlich tun, gerade bei längeren Haaren. Da braucht nur eine Nisse übrig geblieben sein, die man eventuell nicht hundertprozentig erwischt hat, die auch entsprechend nicht von dem Wirkstoff oder von dem Präparat mit erwischt wurde. Und dann kann daraus natürlich hervorragend die nächste Läusepopulation entstehen. Ganz wichtig ist hier auch, dass ihr das Ganze nach 8 bis 10 Tagen wiederholt. Wie gesagt, es gibt keine hundertprozentige Garantie, dass das Ganze mit der ersten Variante oder mit dem ersten Mal klappt. Das heißt, nach 8 bis 10 Tagen, damit ihr nicht die gesamte Familie wieder von vorne behandeln müsst, irgendwann einfach noch einmal nachbehandeln. Meistens hat man aus der ersten Behandlung sowieso noch was übrig und dann sollte man da wirklich nochmal hinterher. Das modernste Produkt, das ich hier mal nennen möchte, das ist Leisener beispielsweise. Das enthält Neemöl statt Silikonöl. Das ist vielleicht auch gerade unter dem Nachhaltigkeitsaspekt ein interessantes Produkt. Und die Wirkstärke bzw. die Wahrscheinlichkeit, mit der man schon bei der ersten Anwendung, beim ersten Anwendungszyklus lausfrei ist, liegt bei fast 100%. Das sollte einen jetzt nicht davon abhalten, wie gesagt, den zweiten Behandlungszyklus noch mitzunehmen. Aber wer auf Nummer sicher gehen möchte, der ist tatsächlich mit Leisener ganz gut beraten. Und ansonsten sind die Silikonöle extrem gut verträgliche Varianten. Ich hoffe, ich konnte damit soweit helfen. Wenn ihr da noch Fragen habt oder du ganz speziell,
dann melde dich gerne auch nochmal unter fragen@gesundbleiben.blog. Das ist ein großes Thema, das ist auch zum Teil für Familie ein belastendes Thema. Sprecht uns gerne darauf an. Die nächste Frage, die wir bekommen haben, ist von Ina. Ina fragt, welche blutverdünnenden Mittel sie nehmen soll. Es ist ganz konkret so, wenn ich dich richtig verstanden habe, Ina, dass dein Arzt dir gesagt hat, du solltest zur Schlaganfall- und Herzinfarktprophylaxe Blutverdünner einnehmen. Das macht tatsächlich Sinn. ASS hat er dir angeraten. ASS ist also der Wirkstoff aus Aspirin, Acetylsalicylsäure. Und deine konkrete Frage war jetzt, ob du dich für ein magensaftresistentes oder ein normales Produkt, sprich normale Tabletten, entscheiden sollst. Tatsächlich ist der Unterschied relativ banal, muss man sagen. Er kann aber wirklich relevant werden, wenn du bereits mit dem Magen so deine Probleme hast und einfach empfindlich mit dem Magen reagierst. Grundlegend ist es so, dass Acetylsalicylsäure, kurz ASS, kurz der Wirkstoff aus Aspirin oder der Wirkstoff Aspirin, eine blutverdünnende Wirkung hat bei einer täglichen Einnahme von ca. 100 Milligramm. Das Ganze ist auch wirklich gesichert und studienmäßig belegt, dass das Sinn macht. Jetzt ist es so, dass es die in der Regel wirklich für kleines Geld gibt, 3-4 Euro, so eine Packung sind 100 Tabletten, die reichen entsprechend für 100 Tage. Und die müssen einfach nur regelmäßig eingenommen werden, um entsprechenden Effekt zu erzielen. Diese magensaftresistenten Tabletten, die haben nochmal einen Überzug. Der bewirkt einfach nur, dass die Tablette sich noch nicht im Magen zersetzt, sondern dort quasi einmal durchflutscht und sich erst im alkalischen Milieu des Darms öffnet und eben den Wirkstoff freigibt. Damit umgehst du letztendlich den Magen, insofern als dass du keine magenschleimhautreizende Wirkung an dieser Stelle hast. Du kannst es letztendlich mal ausprobieren. Wenn du dir nicht sicher bist, kauf dir im Zweifel lieber die magensaftresistenten Tabletten. Wir reden hier über einen Unterschied bei 100 Tabletten von ca. 1 Euro. Und damit du dann wirklich auch gut durch deinen Alltag kommst und nicht unter Sodbrennen oder Magenschmerzen leidest, greif im Zweifel wirklich dazu. Ich sehe das auch immer wieder bei Patienten, die ohnehin vielleicht schon Omeprazol oder andere Magen- oder Arzneimittel bekommen, die bei Magenproblemen eingesetzt werden. Da weise ich dann immer von vornherein schon hin, dann lieber die magensaftresistente Variante zu nehmen, um da von vornherein einfach die Probleme auszuschließen. Die muss man sich nicht zwingend antun an der Stelle. So, ich hoffe, das war soweit verständlich. Im Prinzip, geh im Zweifel davon aus, dass du einen empfindlichen Magen hast. Nimm lieber die magensaftresistenten. Und wenn du da einfach etwas unverkrampft herangehst, probier es einfach aus. Es macht weder preislichen Unterschied noch in der Wirkung wirklichen Unterschied. Da hast du alle Optionen. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, ein wenig klarer zu sehen, beispielsweise auch was die Läuse betrifft. Das würde mich vor allem interessieren, wie ihr Läuse behandelt, welche Erfahrungen ihr mit verschiedenen Präparaten an dieser Stelle gemacht habt und ob es übrigens bei euch in der Kita auch so ein häufiges Problem gibt mit Läusen. Oder ob mir das nur so vorkommt, das kann ja sein. Schreibt das gerne in die Kommentare unter diesem Video und diskutiert mit uns. Ansonsten aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal, weil ihr damit unser Projekt unterstützt und ihr dabei mithelft, gesund bleiben noch ein bisschen größer zu machen. Vielen Dank!